Hallo zusammen. Ach, wie schön. Es ist endlich ein bisschen kühler. Es regnet richtig schön und ich spaziere an irgendeinem Bach im Hohen Venn entlang. Planlos, aber motiviert auf der Suche nach irgendwelchen Fotos, die ich machen kann. Und es ist einfach schön hier. Das macht einfach Spaß. Es ist still. Es ist hübsche Natur und es motiviert irgendwie. Motiviert war ich aber auch die letzten Tage, zumindest als das Wetter sich irgendwie so ein bisschen spannend gezeigt hat. Ein bisschen eigentlich, bloß ein sehr kleines bisschen. Also gerade mein erster Versuch im Siebengebirge, der hat darunter gelitten, dass es zwar sehr gut ausgesehen hat, aber der Nebel so kleinräumig verteilt war, dass es ein bisschen an Motiven gemangelt hat. Und gleichzeitig war es so eklig heiß, naja, heiß nicht, aber warm. Und wenn es bei 21 Grad Nebel hat, dann ist es halt irgendwie nicht so richtig angenehm. Und war dann nicht so wirklich motivierend auch irgendwie. Aber ein Foto ist trotzdem entstanden. Und damit fangen wir doch einfach mal den heutigen Tag an. Also, viel Spaß damit. Der zweite Versuch, den gab es in der Warner Heide. Ein Morgen, der zumindest Potenzial gehabt hat. Es hat davor geregnet am Tag. Es ist über Nacht zumindest einigermaßen klar gewesen. Dementsprechend Nebelchancen. Allerdings, ich weiß nicht, ich habe Pech aktuell einfach, was das Wetter betrifft, so ein bisschen. Wobei das jetzt vielleicht Jammern auf hohem Niveau ist. Ich habe ja auch sehr oft Glück. Aber vor Sonnenaufgang sah alles noch gut aus. Zum Sonnenaufgang kamen dann Wolken. Und zwar so schnell, dass sie es nicht mal mehr geschafft haben, sich zu verfärben. Weil sonst wäre es auch ganz cool gewesen. Aber naja, man kann halt nicht immer kriegen, was man gerne hätte. Es ist trotzdem ein hübsches Foto entstanden, finde ich. Also, zweites Bild. Nochmal blühende Heide. Viel Spaß damit. Bekanntermaßen sind ja aller guten Dinge drei und dementsprechend fängt es jetzt auch ziemlich gut an. Ich habe hier so einen ganz kleinen Wasserfall, um dem sich jetzt mehr oder weniger das ganze Bild, das erste, das ich gemacht habe, dreht, beziehungsweise eigentlich das erste Motiv. Ich weiß nicht, wie viele Bilder es am Ende werden. Vielleicht eins, vielleicht zwei, vielleicht drei, keine Ahnung. Und es sieht recht spannend aus, finde ich, mit der Umgebung auch. Die Bäume, die so ein bisschen hinten dann tot sind und am Rand sich reinbeugen teilweise sogar. Es sieht recht interessant aus. Ein bisschen das Problem habe ich, dass oben der Himmel reinguckt. Da habe ich dieses typische Dreieck des Todes, das da oben überbelichtet ist. Ist nicht ganz so schlimm in dem Fall, glaube ich, weil so ein bisschen Nebel rumwabert im Wald. Das heißt, man könnte auch das so ein bisschen bearbeiten, dass es aussieht, das wird einfach das bisschen Nebel, was ist, gleich in den Himmel übergehen. Dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, dass es da hell ist. Aber es ist nicht ganz optimal. Sag ich mal ganz kurz zum Kameradisplay, was ich gemacht habe. So, in die Richtung hier wird es gehen, da der schon erwähnte Himmel, der nicht so ganz optimal ist. Aber man erkennt auch hier schon, vielleicht zumindest am Display, dass hinten eigentlich Nebel ist. Und mit ein bisschen guten Willen kann man einfach glauben, dass das einfach alles neblig ist und halt nach oben einfach in, Nebel übergeht. Natürlich Belichtungsreihen gemacht, damit ich da zumindest theoretisch was retten kann. Der kleine Wasserfall, der übrigens sehr traurig aussieht, der Arme. Belichtungszeiten, keine Ahnung. Ich bin da ein bisschen natürlich gebunden an das, was geht. Solche Möglichkeiten hat man nicht, außer man will dann irgendwie hinterher total zusammenfriemeln das. Aber ich glaube, das passt schon mit so ein bisschen längeren Zeiten. Gerade weil es jetzt eben so ein bisschen grafisch aussieht. Naja, hübsch.
Ansonsten eben die Bäume, die sich irgendwie schön ins Bild reinneigen. Mir gefällt auch so insgesamt hier hinten vor allem, wie da so der Baum hier zum Beispiel komplett mit Moos und abgebrochen ist. Und dann die, die hier oben in den Himmel reingucken, in den eigentlich überbelichteten, die sehen auch recht spannend aus. Und es ist insgesamt einfach eine durchaus nette Szene, finde ich, die hoffentlich auch in groß gut aussieht. Also viel Spaß damit. So, nachdem ich jetzt der Psychohygiene wegen dieser Tage nicht ganz unwichtig einfach gemütlich am Bach entlang gelaufen bin und mir leider oder auch nicht leider kein Motiv mehr irgendwie vor die Augen gesprungen ist, habe ich mir gedacht, auch weil es die ganze Zeit so aussieht, als ob oben jetzt dann tatsächlich langsam Wolken auffliegen könnten und es quasi Nebel gibt, dass ich mal gucke, dass ich nach oben kommen würde und schaue, ob ich vielleicht noch irgendwas mit Nebel im Wald anfangen kann. Das ist ja schließlich immer gut. Also, mal schauen. Vielleicht habe ich ja Glück. Wie man vermutlich eindeutig erkennen kann, war das mit dem Nebel jetzt irgendwie so ein bisschen, naja, da war wohl der Wunsch Vater des Gedanken. Ist nicht viel da. Es ist nicht gar nicht irgendwie so Feuchtigkeit in der Luft, aber nichts, was als Nebel durchgeht, nicht mal mit viel gutem Willen. Es ist eigentlich maximal Dunst. Wobei ich jetzt gerade das Gefühl habe, dass da vielleicht was kommt. Naja, nicht so wichtig, weil es ist auch so sehr spannend irgendwie. Also der Wald ist sehr cool. Er ist nämlich einfach komplett bewachsen am Boden. Es ist so richtig dicht. Und auch nach hinten hin habe ich hier jetzt das Glück, dass da kein Himmel durchscheint. Zumindest wenn ich ein bisschen telefotografiere. Das heißt, ich habe eigentlich maximales Grün im Bild. Überall verschiedene Abstufungen von Grün. Ist auch so ein Motiv, das gewinnt, wenn man nicht einen Polfilter komplett reindreht. Also der Polfilter macht irgendwie mit seinem Reflexionen entfernen das Ganze ein bisschen tot. Wenn er nicht ganz reingedreht ist oder vielleicht auch einfach gar nicht reingedreht ist, ist das deutlich spannender anzuschauen. Ich denke mal, wenn nicht irgendein Wunder passiert und es doch noch irgendwo jetzt gleich Nebel hat, wird es jetzt gleich das letzte Bild des Tages gewesen sein. Aber das ist okay. Es war ein sehr schöner Ausflug. Also, hier das Foto, das gerade eben noch entstanden ist. Das war's für heute.
Also mit dem Nebel wird das nichts mehr. Im Gegenteil, ich glaube, es kommt eher die Sonne als nächstes raus. Was für mich eindeutiges Zeichen ist, den fotografischen Vormittag zu beenden. Aber es war wieder mal sehr schön. Aber ich meine, wann ist es hier nicht schön? Schöner kann es eigentlich bloß noch sein, wenn es wirklich irgendwann mal dann wirklich die Bedingungen hat, die ich mir auch richtig vorstelle. Also Nebel halt, richtigen Nebel. Bis nach unten, wo die Bäche fließen. Das wäre so richtig edel. Irgendwann habe ich das Glück, glaube ich. Naja, aber wie gesagt, auch so ganz cool. Nächste Woche kommt übrigens geplant kein Video. Ich habe einfach keine Zeit. Übernächste Woche vielleicht ein bisschen später, aber da geht es wieder weiter. Und nachdem ja inzwischen der meteorologische Herbst angefangen hat, wer weiß, vielleicht passt sich das Wetter dem mir dann doch langsam an. Also, danke fürs Anschauen. Ich hoffe, euch haben die Fotos gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns dann dieses Mal übernächsten Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag wieder. Also, macht's gut und tschüss.